Vom Ferienidyll für Millionäre zum Politzentrum einer Weltmacht. Donald Trump verbringt fast jedes Wochenende seiner Amtszeit hier. Palm Beach, Florida, am Präsidentenpool sind noch Liegen frei. Der Fluglärm stört ein bisschen, aber sonst lässt Trumps feiner Club keine Wünsche offen. $200.000 Aufnahmegebühr. Donald Trump hat die Preise gerade noch mal verdoppelt. Wer hier Mitglied ist, hat jetzt einen zusätzlichen Nutzen. Ganz nah dran am Präsidenten. Unter den Palmen von Florida werden jetzt Staatsgäste bewirtet und Militärschläge entschieden. Auch die Gärtner werden ihre 100 Tage mit Trump hier so schnell nicht vergessen. Irre, sagt er, es ist großartig für ihn zu arbeiten. Im Stadtzentrum sind sie sich da nicht so sicher. Vor der Wahl waren wir hier. That looks like Andy. Welcome back. Und Andy war sich sicher damals, dass die nächste Präsidentin Hillary Clinton heißt. Diese Papp-Hillary ist mehrfach. Die Papp-Hillary ist längst weggeräumt. Seine Sorgen vor einem Präsidenten Trump sind noch da. Es gibt viel mehr böse Worte. Die Leute denken, sie könnten jetzt sagen, was sie wollen. Sie nennen mich Schwuchtel. Und die Regierung nimmt einen ins Visier wegen der Hautfarbe und wegen der Menschen, in die man sich verliebt hat. Die Trump-Bilanz, bei der Lokalzeitung geht sie über mehr als 100 Tage. 25 Jahre Trump im Archiv, lauter pikante Geschichten. Der Immobilienmogul früher eher belächelt, aber immer für eine Story gut. 1985, die Schlagzeile: Trump, der Mann, der bekommt, was er will. Für Frank Cherubino keine Überraschung. Wer gedacht habe, Trump werde sich als Präsident ändern, kenne ihn schlecht. Stundenlang kann Cherubino erzählen über seine Erlebnisse mit The Donald, wie er sagt. Als Verkäufer ein Genie, findet der Journalist, als Präsident eine Fehlbesetzung. Die Leute glaubten, Trump ist so ein toller Geschäftsmann, der muss mehr wissen als wir alle. Jetzt merken sie, er weiß gar nichts. Die ersten 100 Tage waren für ihn nur Lernen im Job. Die Auseinandersetzung mit dem neuen Präsidenten hat sich für die Zeitung bislang gelohnt. Seit Trump von seinem Club um die Ecke aus regiert, ist die Zahl ihrer Leser ständig gestiegen. Und die Zahl der Touristen hier auch. Der umstrittene Präsident zieht Fans an und Gegner gleichermaßen.